Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, dem politischen Magazin für InTV. Haben Sie sich schon mal Gedanken über die Eheschließung gemacht? Bislang ist diese ja allein heterosexuellen Paaren erlaubt. Eine Lebenspartnerschaft bei Homosexuellen ist zwar akzeptiert, doch nun fordern die Grünen die Ehe für alle. Die Ehe für alle zu öffnen, wäre ein großer Schritt in Sachen Gerechtigkeit. Stimmen Sie unserem Antrag zu, öffnen Sie die Ehe und dann ist gut. Denn die Ehe ist eben nicht nur, liebe Kollegin Stamm, ein Rechtsinstitut, mit dem das Zusammenleben von zwei Menschen geregelt wird, sondern im Sinne unserer christlich-abendländischen Tradition und Prägung eine dauerhafte Verbindung von Mann und Frau mit dem Ziel, Nachkommen zu zeugen. In diesem Sinne, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist für uns eine Öffnung der Ehe für homosexuelle Partner nicht möglich. Bleiben wir bei den klassischen Geschlechterrollen und der Frauenquote. Bisher ist nur jede 10. Position in den Chefetagen von Staatsfirmen mit einer Frau besetzt. Dies wollen die SPD und die Grünen möglichst schnell ändern. Die CSU hingegen bremst und will sich erst weiter darüber informieren. Und die Freien Wähler, tja, die streiten sich noch intern, ob es überhaupt eine Frauenquote braucht. Ich denke, wir haben sehr qualifizierte, gut ausgebildete Frauen bei uns, die sich sehr gut präsentieren, die auch sehr erfolgreich sind. Und ich habe immer ein Problem mit der Frauenquote, inwiefern sie den Frauen nützt und auch den Effekt erzielt, der mit dieser gesetzlich verankerten Frauenquote in Verbindung gebracht wird. Der Freistaat Bayern hatte die ganze Zeit versprochen, auf freiwilliger Basis soll da etwas geschehen. Die Unternehmen haben aber nicht reagiert. Deshalb sagen wir, müssen wir dringend nachdenken über eine Frauenquote in Spitzenpositionen, auch bei staatlichen Beteiligungen. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema, das G9. Fast wöchentlich haben wir ja über Pläne, Wünsche und Änderungen berichtet. Doch eine Entscheidung, wie das bayerische Schulsystem weitergehen soll, gibt es von Seiten der Staatsregierung nicht. Deshalb fordern die Freien Wähler jetzt endlich Klarheit. Ich denke, was jetzt folgen muss, ist ein Gespräch mit allen Vereinigungen, von den Schülern angefangen bis hin zu den Direktoren, um dort aus dem bestehenden System das Optimale herauszuholen. Das Volksbegehren der Freien Wähler ist ein purer Alleingang gegen den Willen der Betroffenen. Deshalb werden wir das nicht unterstützen, wenn es gegen den Willen der Betroffenen ist. Aber wir begrüßen die Diskussion, dass die Debatte wieder dazu führen kann, dass wir künftig wieder in 9 Jahren das Gymnasium haben. Das ist das Ziel auch der bayerischen SPD. Das war's wieder aus dem Bayerischen Landtag für InTV. Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Servus.